Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen, Thüringen hat gewählt, Brandenburg hat gewählt und wie immer, was ich das so gehört, egal wie das Ergebnis ist, will ich zunächst sehr herzlich Danke sagen. Es haben ganz viele in den letzten Wochen unermüdlich Wahlkampf gemacht in Thüringen und in Brandenburg. Dafür herzlichen Dank. Wir haben, wenn das Ergebnis bei dem liegt, wo die Prognose im Moment liegt, in Thüringen als Linke ein hervorragendes Ergebnis erreicht. Die Linke in Thüringen hat es geschafft, an die Wahlergebnisse von 2009 anzuknüpfen. Das ist uns lange nicht gelungen. Und dafür meinen herzlichen Glückwunsch. Mein Glückwunsch an Bodo Ramelow, der einen herausragenden Wahlkampf gemacht hat. Ein Glückwunsch an die Thüringer Linke. Ein wunderschönes Ergebnis. Wir werden wahrscheinlich ein bisschen warten müssen, welche Mehrheiten sich am Ende in Thüringen ergeben. Im Moment sieht es sehr knapp aus und vielleicht gibt es keine rechnerische Mehrheit für Rot-Rot-Grün. Ich hoffe, dass sich das im Laufe des Abends noch umdreht. Wir als Linke haben unseren Beitrag geleistet, damit es möglich wird, einen Mehrheitswechsel gegen die Union hinzubekommen. Leider hat das Ergebnis der Sozialdemokraten und das der Grünen nicht im gleichen Maße beigetragen. Ich hoffe, dass der Abend sich anders gestaltet als die Prognose 18 Uhr und dass Thüringen die Chance hat, die CDU endlich aus der Regierung herauszubekommen und Bodo Ramelow der erste linke Ministerpräsident wird. Das wäre ein Meilenstein für Thüringen und ein Meilenstein für die Bundesrepublik. Wenn es nicht dazu kommt, dann schmälert das nichts daran, dass das Ergebnis unserer Partei in Thüringen trotzdem hervorragend ist. Brandenburg. Über das Brandenburger Ergebnis der Linken freue ich mich heute Abend nicht. Das wird niemanden wundern. Das ist ein schwerer Dämpfer für uns. Unter 20%. Ich will aber auch alle darum bitten, nicht heute Abend schon zu wissen, woran das liegt, sondern mal in Ruhe miteinander zu reden, was in den letzten 5 Jahren in Brandenburg geklappt hat und was nicht geklappt hat, wie der Wahlkampf funktioniert hat und dann in Ruhe die Schlussfolgerung zu ziehen. Wichtig ist mir aber auch, wir haben heute auch in Brandenburg wieder eine klare rot-rote Mehrheit und ich hoffe, dass in Brandenburg weiter rot-rot regieren kann und die Koalition fortgesetzt wird. Es ist viel durchgesetzt worden durch die Thüringer Linke in den letzten 5 Jahren in Brandenburg und eine ganze Menge steht noch auf unserem Zettel und ich hoffe, dass wir die Chance bekommen, das auch zu tun in den nächsten 5 Jahren. Letzte Bemerkung, die ich machen will und die man heute Abend machen muss. Der Siegeszug der AfD geht offensichtlich nach Sachsen und auch in diesen beiden Ländern weiter. Ich will ganz deutlich sagen, Rechtspopulisten werden weder in Sachsen gebraucht, noch in Thüringen gebraucht, noch in Brandenburg gebraucht. Wir brauchen sie nirgendwo. Und ich will alle Parteien auffordern, endlich die klare Auseinandersetzung mit dieser AfD zu suchen. Und das richte ich vor allen Dingen auch in die Reihen von CDU und CSU. Hier erwarte ich klare Kante in den nächsten Wochen und Monaten und nicht ein Hochreden einer solchen rechtspopulistischen Partei. Wir wollen ein tolerantes Deutschland, ein europäisches Deutschland und keines, was sich auf seine nationalen Befindlichkeiten zurückzieht und Ausgrenzung lebt. Das brauchen wir nicht. Dankeschön.